geehrter Herr Klaus, Sie haben sich am 15. Mai des laufenden Jahres morgens 8 Uhr in der Herrentoilette des Zentralbahnhofes zwecks Ihrer Hinrichtung einzufinden. Für Sie ist Kabine 18 vorgesehen. Bei Nichtbefolgung dieser Aufforderung kann auf dem Wege der verwaltungsdienstlichen Verordnung eine Bestrafung angeordnet werden. Es empfiehlt sich leichte Bekleidung, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Mit freundlichen Grüßen, die Behörde. Bitte, das ist ein Witz. Ein Schmäh. Das ist ein Rundschreiben, das ist einfach eine Post. Außerdem, es ist ja schon übermorgen. Magst du das trinken? Was soll ich denn machen? Verdammt, das fällt ein, ich muss den Ernst anrufen. Dass man durch die Leitung geht. Du weißt was, ich rufe dich am Abend an, ne? Oder geht's fort? Nein, bleib ich dran. Okay. Danke. Bis bald. Grüß Gott, Herr Klaus, nehmen Sie Platz, bitte. So. Danke. Könnten Sie mir das Schreiben geben, bitte? Danke. Ja, also, diese Schreiben sind mir bekannt. Also, Sie müssen sich sicher nicht den Kopf unnötig zerbrechen. Ich werde die Eingabe machen und Sie nehmen morgen den Termin um 8 Uhr wahr. Die Suppe wird lang nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Wichtig ist nur, dass Sie den Termin um 8 Uhr wahrnehmen. Kennt das Schreiben, brauche ich noch, warten Sie. Ja, da steht Hinrichtung, also das wird Einrichtung heißen, weil es ist ja durchaus möglich, dass Sie sich einrichten können. Mhm. Und das Wichtigste, Herr Klaus, Vertrauen. Mhm. Wenn Sie morgen den Termin um 8 Uhr einhalten, haben Sie sicher keine weiteren Repressalien zu befürchten. Ich gebe Ihnen da jetzt das, da unterschreiben Sie mir das bitte. Mhm. Haben Sie den Kugelschreiber? Danke. Das ist die Unterschrift für die Eingabe. Ja, also wie gesagt, morgen um 8 Uhr in der Früh den Termin wahrnehmen und es passiert alles zu Ihrer vollsten und unserer vollsten Zufriedenheit. Und das da holen Sie sich morgen um 9 Uhr beglaubigt von mir ab. Dann brauche ich mir eigentlich eh keine Sorgen mehr zu machen. Aber nein. Wissen Sie was?
Das sah was von früher auf. Dankeschön. Hier wird aber gestohlen. Der Frühstag aber heute noch gar nicht da und es geht schon auf 12. Der ist noch von gestern. Ein Liebesbrief. Fast. Ja, bitte. Herr Klaus, heute um 8. Vielen Dank, wiederhören.